Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Zuschauer, zur 13. Folge von Life is Strange True Colors. Und wir befinden uns immer noch in dem, wie nennt man das nochmal? In dem Lab-Game. Und wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, guckt die unbedingt an. Es ist total cool. Ich find's total cool. Ich weiß gar nicht, was ich noch anderes sagen soll. Das ist wirklich total geil, was sie sich hier haben einfallen lassen. Und wir müssen jetzt das Flussmonster suchen, also schätze ich mal zur Brücke gehen, um den blauen Saphir zu finden. Das finde ich auch richtig geil. Irgendwie finde ich das gut. Ich hätte es auch mit Ryan gegönnt, aber ich sag mal, ich finde, Ryan würde noch besser mit Riley zusammenpassen. Meine ehrliche Meinung. Obwohl, ich weiß nicht, obwohl doch irgendwie vom Aussehen her passen die. Noch über diesen Wandteppich nach. Der Schmied, der ein Schwert herstellt? Ja. Naja. Wie auch immer, wir gehen jetzt mal zur Brücke. Wir müssen immer noch diese magische Fit, wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Der Jogger, die Joggerin. Der Lauf war so super. Ich bin stolz auf mich. Wow. Freut mich für Sie. Tja. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Das werden wir noch rausfinden. Oh shit. Troll. Er kommt. Er hat ein Seelenjuwel. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Was denkst du, sollten wir tun? Bedrohen, bestechen. Komm. Erledigen wir ihn. Ich hau euch in Stücke. So cool. Ich feiere das einfach. Oh! Ich verstehe. Wir müssen also etwas aufpassen. Ethan. Angriff. Flammklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Achso, jetzt müssen wir mit Alex. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Werfe Stein. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Genau, wir müssen ein bisschen aufpassen. Angriff. Stich. Zwei Schaden. So, und jetzt machen wir nochmal folgendes. Magie. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Werfe Stein. Okay, scheiße. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Okay, Ethan. Machen wir jetzt mal Angriff. Nee, halt. Wir machen erst Alex. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Genau. Und jetzt kommt Ethan mit seinem Angriff und macht den Stich. Zwei Schaden. Bist du jetzt endlich fertig? Gelähmt. Gelähmt, okay. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Doppeltreffer. Okay. Ist schon ein bisschen schwieriger. Dann machen wir hier nochmal. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Das ist so cool. Ich weiß nicht. Zwei Schaden.
2 Schaden. Ich mach das nochmal so mit der heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Weil das Ding ist, wir heilen uns immer wieder auf. Und eigentlich, 2 Schaden. Da müsste eigentlich gleich down sein. Der 5 Stein. 2 Schaden. 2 Schaden, das klingt so dämlich einfach. Ich mach das jetzt nochmal. Warte. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. So, Ethan. Angriff und nochmal Stich, komm. 2 Schaden. Hast du es jetzt? Treffer. Pass mal auf, Gegenstand, Schriftzahl des Vorteils, der Heilung. Na, den hebe ich mir auf. Mach mal. Warte mal. Feuerwelle! 3 Schaden für dich, 1 für sie! Oh! Sorry, das war's wert. Ha! Okay, der war schon schwieriger. Hier, guck, was ich hab. Neue Fertigkeit erlernen. Klasse Krieger. Zorniger Schlag, Art Angriff, 3 Schaden, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Okay. Wir brauchen nur noch ein Juwel. Fast geschafft. Okay. Der Troll war furchteinflößend. Gebe ich zu. Ist doch keine Schande. Nur eine Tatsache. Ja. Furchteinflößend zu sein, kann im Kampf schon ein Vorteil sein. Darunter verbirgt sich doch eindeutig Ryan, oder? Okay, wir können nicht seine Gefühle lesen. Haben wir hier sonst noch was? Nee, okay. Also. Dann gucken wir doch mal in den Blumenladen vorbei. Ob wir da noch was finden, weil das wäre jetzt doch der einzige Ort, was mir einfällt. Wie wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Das würde ich sagen, das gucken wir doch mal. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Ich muss meine Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Das hättest du aber auch danach machen können eigentlich. Hallo? Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Die Frage ist, ob du das jetzt hören willst. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oder vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Wie wär's, wenn du einfach da bleiben würdest?
Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Wie geht Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Der ist hier irgendwo. Es ist gerade mal wieder ziemlich schwer. Ich gehe bald und er kann nicht damit umgehen. Sorry. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Tja. Sie sagte ja, wir können uns mal eben angucken. Mal so aus rein. Gott, vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Okay. Ich werde das so krass nicht anfassen. Doch, ich klicke überall drauf rum. Okay. Der sucht also nach Passwörtern. Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt. Gut, dann suchen wir mal weiter. Okay. Was werden den Plattenladen? Eigentlich bleibt nur noch der Laden hier. Wir müssen immer noch diese magische Fischschuppe für Steph finden. Mhm. Die Gasse führt zum Fluss. Und im Fluss leben Fische. Richtig. Dann lass uns das erst machen. Ach so. Alter. Eine Art Schlange? Sieht so aus. Müssen wir sie bekämpfen? Na, warum denn nicht? Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Was laberst du da? Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Hey! Hau ab! Naja, ein Versuch war's wert. Da kommen wir nicht drum rum. Okay. Wir müssen erstmal. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Ethan, mach mal. Mach mal so. Schild des Mutes. Beschützt durch das Schild des Mutes. Ah. Pass mal auf. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Okay. Du kannst das eigentlich richtig gut. Schild des Mutes! Spucke, Gift! Beschützt durch das Schild des Mutes! Pass auf, jetzt machen wir das noch einmal. Das ist voll, eigentlich voll gut. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Okay. Und Ethan macht dann noch einmal den hier. Schild des Mutes! Beschützt durch das Schild des Mutes. So, jetzt greifen wir mal an. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Ein Schaden. Wir könnten jetzt eigentlich immer den machen. Schild des Mutes.
Beschützt durch das Schild des Mutes. Das ist so cool gemacht, ne? Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Oh. Wir machen mal so, pass mal auf. Feuerwelle. 6 Schaden für dich, 2 für sie. Der war gut. 2 Schaden. Okay. Nee. Doch. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Das mache ich jetzt noch 2-mal und dann... Ah, Quatsch. Hä? Nee, warte mal kurz. Ach so, da ist es doch. Schild des Mutes. Beschützt durch das Schild des Mutes. So. Jetzt noch einmal so. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Schild des Mutes. Beschützt durch das Schild des Mutes. Okay, jetzt machen wir das nochmal so. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Angriff. Achso, können wir nicht. Ach, die können wir nur einmal pro Kampf machen, ne? Flammklinge. 2 Schaden und du stehst für die nächsten 2 Runden in Flammen. Okay. 2 Schaden. Ich brenne immer noch. So, Alex, machen wir nochmal die hier. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. Genau. Dann Ethan kriegt dann... Ne, jetzt haben wir ein paar Mal Angriff. Oh. Der müsste jetzt aber langsam mal fertig sein, ey. 2 Schaden. Ich brenne immer noch. Heilende Serenade. Plus 1 Gesundheit für uns. So, und jetzt kriegt er nochmal den reingedrückt. Ach, das geht nur einmal. Oh. 2 Schaden. Jetzt müsste aber durch sein, ey. Geht doch. Mehr Beute. Okay. Lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Neue Fertigkeit erlernt. Vorher eine Distanz. Das Schaden. Ah, cool. Jetzt haben wir also noch eingekriegt. Warte. Was ist das? Ich hab die Fischschuppe. Gehen wir zurück und tauschen sie gegen den Seelensaphir ein. Ja. Bist du traurig, dass wir die Schlange töten mussten? Nee, ist okay. Die kommen wieder. Oh, es ist so angenehm, dieses Spiel. Ich mag okay. Sowas. Wir haben die Flussschlange bis... Red doch weiter. Nur weil ich rennen, musst du nicht aufhören zu reden. So. Das ist wirklich schon krass, die ganze Stadt so halb auf den Kopf gestellt, ey, nur für ihn. Das ist wirklich schon echt liebenswert. So. Ups, falsche Taste. So, wir hätten gerne einmal das hier. Eine magische Fischschuppe.
Beeindruckend. Nun, hier ist mein Teil der Abmachung. Ui, Memo. Nice. Wir haben endlich alle drei. Wir können zurück zum König. Ja. Yep. Aber ich würde trotzdem sagen, Schriftrolle des Vorteils, Schriftrolle der Heilung. Also kann ich mit meiner Musik schon heilen? Ja. Aber die Schriftrolle heilt uns komplett. Ja. Einmal das. Ein Gold, bitte. Irgendein Endboss-Fight kommt noch. Ich spüre das schon. Trollstaub. Glaubst du, uns werden weitere Trolle begegnen? Ich glaube nicht. Die sind recht territorial. Okay. Dann brauchen wir das wohl nicht. Wir haben bereits eine Schriftrolle der Gewandtheit. Ja. Ausweichen ist aber auch nützlich. Dann haben wir noch das hier. Ich mag die Schriftrolle des Vorteils. Das ist nun mal Thanos' Stil. Ja, dann... Ein Gold, bitte. Ja, okay. Dann belassen wir es mal dabei. Vielleicht heben wir uns mal eine auf. Kann ja sein, dass wir die noch brauchen. Wer weiß, was da noch für ein Fight kommt. Ich glaube, da kommt noch ein Endboss-Fight oder so. Ja, das mit Steph finde ich total cool. Also wenn die beiden zusammenkommen, würde ich das schon fühlen. Gut, ich meine, mit Ryan wäre es auch gut. Würde ich ihr auch gönnen. Aber in dem Fall, man kann ja so ein bisschen entscheiden. Ne? So, dann gehen wir mal zurück zum King. Zu King. Wir haben noch Münzen. Sollen wir die ausgeben, bevor wir zurück zum König gehen? Gehen wir einfach schnell zurück. Okay. Ich meine, wir können ja gar nicht mehr da rein, ne? Nee. Den Schmied hätte ich gerne ausprobiert, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ich weiß es nicht. Nee, da können wir nicht rein. Dann gehen wir halt wieder zurück zum König Tabor, oder wie der heißt. Zu Jet, besser gesagt. Hey Junge, bist du für das Massaker in der... Oh, cool. Wir halten einen Extrazug. Oh! Hab eine weitere Schriftrolle. Cool! Der wollte doch irgendwas sagen. Also ich glaube, wir sind gut gewappnet für den großen finalen Kampf, wenn da einer kommt. Noch eine. Was ist denn los? Schriftrolle der Gewandtheit. Ein Ausweichen. Drei Verbündeten weichen den nächsten Angriff aus. Wir sind Meisterschriftrollensammler. Yep. Ist doch voll cool. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt schon ordentlich viel gesammelt. Also den nächsten Kampf sollten wir gut schaffen. Ein Dollar. Hat Ethan das fallen lassen? Ah, guck mal hier. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Thanor, der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria, der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur, dort. Was ist das? Das Himmelsschwert. Ui, Memo. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat den Knauf und den gleichen Griff und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben sie das gemacht? Kann ich es wirklich nehmen? Natürlich. Das hat Noteria gesagt, oder? Okay. Ach, daran hat Ryan die ganze Zeit geschnitzt. Sehr nice.
sehr, sehr nice. Wow, okay. Alter, nice. Alter. Für ein Square Enix-Game, Junge. Holy shit. Aber sowas von. Damit sei die Prophezeiung erfüllt. In unendliche Macht ist Feanor gehüllt. Ich wusste es. Endboss. Zeig dich. Es ist so gut gemacht, Alter. Ist es Jet? Ich werde das Schwert an mich nehmen und die Juwelen. Sturmbringer, der Untote. Ich hätte wissen müssen, dass du König Tabor warst. Ihr Narren. Ihr habt die Juwelen, die ich brauche, gesammelt und sie direkt zu mir gebracht. Wir sind so weit gekommen. Wir können ihn besiegen. Jetzt gib sie mir! Let's go. Okay, das ist absolut gut gemacht, Alter. Das ist absolut gut. Alter, jetzt bin ich gespannt auf die Effekte. Oh! Oh mein Gott! Alter, wie geil! Alter, was auch immer. Hallo? Ja, ich... Ach! Ach, ich muss das jetzt so machen. Oh Gott. Mit den Falltasten und so. Heilende Serenade. So, und dann kommt Feanor und macht Angriff. Mach mal den. Ach nein, ich bin dumm. Okay. Oh, Feanor hat gut einen weg. Nee. Heilende Serenade. Das Ding ist, ich kann ihn immer wieder aufheilen. Wenn es ganz schlimm kommt, könnte ich ja... Feanor... Warte mal. Schild des Mutes. Boah, das ist so gut gemacht. Elektrischer Käfig. Nein. Ach, ich kann sie nicht auswählen. Feuerwelle! Unheilige Blitzsturm! Ach du Scheiße! Wer sich mir widersetzt! Okay. Warte mal, Schriftrolle der Gewandtheit, Vorteilsheilung. Schriftrolle der Gewandtheit. Okay. Dann machen wir bei ihr Magie. Ergreifende Hymne. Alter, das ist total gut gemacht. Nee, hä? Warte mal. Ach so, hatten wir schon. Flammklinge.
sei dieses Feuer! Okay, wir haben den fast zur Hälfte runter, aber noch geht's. Probieren wir mal das. Furchtbare Resonanz. Was machen wir? Thanor. Angriff. Flammklinge. Ich konzentriere mich hier so ein bisschen. Oh, die Maus ist im Weg. Lebendige Flamme. Du stehst jetzt in Flammen. Verflucht sei dieses Feuer. Das ist jetzt wieder so ein... Ich erleide Feuerschaden. Okay, alles gut. Mach mal so. Heilende Serenade. So, und dann kann er... Mach mal so. Flammklinge. Verflucht sei dieses Feuer! Ah, ich erleide Feuerschaden. Verflucht, das ist so gut gemacht einfach. Nee, warte mal. Ergreifende Hymne. Man muss auch sagen, es ist noch relativ einfach gehalten. Aber trotzdem. Ha, der finale Schlag, sehr gut. Hör mir zu. Du bist nicht schuld. Wirklich. Du kannst nichts dafür. Okay?